dieser Session. Der Arne Schubert, er ist Entwickler für die Wehrgrupp in Bonn. Und wir haben ja schon viel über das Open Layers Projekt gehört, die Web Client Karten Engine. Es gibt ja auch ein zweites, sehr bekanntes Projekt, das Leaflet. Und er wird über Leaflet berichten und speziell auch, wie man mit dem Problem der Offline-Nutzung umgehen kann, dass man was synchronisieren und dann ohne Netzverbindung verwenden kann. Arne ist Entwickler im Open-Source-Bereich, hat viel auch für Node.js zum Beispiel beigetragen als Contributor und im Symfony-CMS und in diversen anderen Projekten mitgemacht oder Nutzer auch. Und ein Schwerpunkt bei ihm ist auch im Bereich mobile Applikationen. Bitte. Ja, vielen Dank. Genau, ich rede über die mobile Nutzung von Geodaten mit einem Leaflet-basierten Offline-Client. Ich stelle das Ganze, ich muss mal gucken, ja, so komme ich weiter, für die Wehrgroup vor. Wehrgroup dürfte, denke ich mal, den meisten Leuten hier bekannt, vor allen Dingen durch den Mapbender sein, aber auch andere Anwendungen wie den Metador und jetzt neu auch hoffentlich bald für Mops, so haben wir das zumindest bisher genannt, den mobilen Offline-Client. Ich bin Arno Schubert, eigentlich wurde schon alles gesagt, bin Software-Architekt bei der Wehrgroup, komme eigentlich ursprünglich vorher mehr aus dem Entwickler- beziehungsweise vor allen Dingen aus dem Umfeld einer Agentur. Aus dem Grund ist mir, weil ich auch quasi für Endkunden und nicht diese nur Business-to-Business-Lösung gemacht habe, der Punkt Usability und Look and Feel und Ähnliches ein sehr wichtiger Punkt, in dem ich hier auch in der Anwendung, denke ich mal, einiges beigetragen habe. Also ich muss hier drücken. Das Projekt ist im Endeffekt eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie, die wir für die Innovationsoffensive Bahn 4.0 beziehungsweise für den Teilbereich IT 4.0 für die Bahn DB Immobilien erstellt haben. Die Ziele waren, wir wollten, oder besser gesagt, der Kunde wollte eine individuelle Offline-Nutzung von Geodaten haben, die Kostenminimierung gegenüber den alten analogen Plänen und eine Verbesserung, ups, habe ich mich glaube ich verschrieben, der Aktualität bezüglich der analogen Pläne vor allen Dingen und auch eine einfachere Bereitstellung gewährleisten. Gehen wir mal kurz durch, wie ist der Status quo quasi, gerade jetzt zunächst erstmal bei den analogen Plänen. Die Erstellung der analogen Pläne ist relativ aufwendig. Man braucht Fachwissen, unter anderem Leute quasi, die mit CAD-Programmen umgehen können. Man braucht gewisse Hardware, zum Beispiel DIN A0-Plotter und Ähnliches. Und das schlägt schon gut in den Kosten zu Buche für die Erstellung eines einfachen Planes. Außerdem haben wir auf den analogen Plänen eine geringe Informationsdichte. Da gibt es jetzt prinzipiell zwei Lösungen, entweder mehrere Pläne, die natürlich die Kosten nochmal erhöhen oder schlichtweg einfach weniger Informationen darstellen, was natürlich nicht unbedingt gewünscht ist. Ein großer Punkt ist auch noch die Aktualität in den analogen Plänen. Im Endeffekt, ab dem Moment, wo man die Pläne ja ausdruckt, fangen sie an zu altern oder sind schon nicht mehr aktuell, wenn man so will. Außerdem sind sie ziemlich unhandlich. Das ist natürlich klar, wenn man im Gelände ist und einen großen DIN A0-Plan hält und damit im Gelände rumlaufen muss, ist relativ unpraktisch. Außerdem ist es ohne weitere Hilfsmittel ziemlich schwierig, sich auf einem analogen Plan zu verorten. Dann mal ganz kurz quasi zu dem Status quo bei Anwendungen. Wir hatten vorher mal extra auch ein bisschen geguckt, was gibt es überhaupt schon alles. Was oder wo wir vor allen Dingen Schwierigkeiten hatten, waren, dass die Offline-Daten nicht, also entweder gar keine Funktionalität für Offline-Daten bereitgestellt wurde oder diese nicht quasi dynamisch genug erstellt werden konnten. Außerdem, das war dem Kunden vor allen Dingen sehr wichtig, dass die App, die wir erstellt haben, sich in die bestehende GDI möglichst nahtlos integrieren lässt.
Unser Lösungsansatz war dazu eine Anwendung mit einem individuellen Offline-Container, in dem der Anwender vor allen Dingen selber, ohne dass man noch eine zusätzliche Fachperson quasi braucht, den Informationsumfang für den Offline-Container bereit oder zusammenstellen kann und auch die Darstellung in sowohl verschiedenen Layern, also in der Struktur, als auch im direkten Aussehen durch die Farbgebung anpassen kann. Ich hatte jetzt hier oben Informationsumfang extra mit Online und Offline. Also darum ging es eben auch, dass man gewisse Offline-Container direkt bereitstellen kann, die aber mit den Online-Daten auch verknüpfen kann, damit man eben auch die Aktualität gewährleisten kann. Aber auch zum Beispiel zu solchen Sachen, weil ja die Datenmengen je nachdem extremst groß werden, dass man zum Beispiel sagen könnte, sagen wir einfach mal bis zur Zoom-Stufe 15 möchte ich die Daten auch offline mitnehmen können und die weiteren zwei Zoom-Stufen möchte ich sie dann auch online abfragen können. So, genauso die nahtlose Integration in die GDI. Hier ist bei uns vor allen Dingen schon bisher der Mapbender im Einsatz. Entschuldigung. Und eben genau hier sollte auch eine nahtlose Integration geschaffen werden, dass man quasi einfach den Kartenausschnitt sich bestimmen kann und das Ganze dann bereitgestellt werden kann. Außerdem sollte die Anwendung dann handlich sein, was ja eben der Plan nicht war. Eigentlich ergibt sich das aus den Punkten, die ich vorhin genannt habe, wo eben die Vorteile einer Anwendung sind. Verorten muss ich mich nicht mehr kompliziert. Ich habe direkt den GPS-Sender, Empfänger. Ich habe die dynamischen Kartenausschnitte, die ich natürlich logisch auf einer Anwendung habe. Die Offline-Funktionalität, die wir eben extra bereitgestellt haben. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt, den ich mal hier aufgeschrieben habe, sind die Suchen, weil das war eigentlich im Endeffekt gar nicht das Problem direkt, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die die Anwendung deutlich handlicher als ein Plan macht. Ich kann nämlich wirklich suchen und kriege nicht nur irgendwie ein Planquadrat oder Ähnliches, sondern ich werde hier auch direkt dahin geführt und mir wird sie angezeigt, sogar je nachdem gehighlightet und. So, und wie ich gerade eben schon halt meinte, ich komme ja eh aus dem Umfeld eher mehr der Agenturen vorher. Deswegen war auch vor allen Dingen unter anderem mir, aber auch genauso dem Kunden eine Usability, also eine intuitive Bedienung der Anwendung sehr wichtig. So, machen wir mal einfach einen praktischen Ablauf. Wie würde ich jetzt also die App benutzen? Ich wähle mir zunächst erstmal einen Ausschnitt aus meiner GDI heraus, den ich mir mitnehmen will. Bestimme Daten und Quellen. Ich habe das hier jetzt absichtlich mal getrennt. Als Daten sehe ich dann quasi eher mehr die Daten, die ich offline mitnehme, während die Quellen die sind, die ich auch online später noch verfügbar habe. Also die ändern sich auch noch im Laufe der Zeit, je nachdem. Außerdem kann ich die Daten komplett individuell stylen. Also ich kann, also sowohl bei Raster als auch bei Vektordaten. Bei Rasterdaten könnte man sich zum Beispiel vorstellen, die verschieden durchsichtig quasi zu machen, um die besser übereinander legen zu können. Und bei Vektordaten geht das natürlich über Farbe, Dicke, Füllung und wie auch immer alles Mögliche, was man da eben typischerweise mit Vektordaten hat. Und halt eben dann zum Schluss das automatische Deployment auf das mobile Gerät. So, praktisch kann man sich das aber quasi hier schon mal kurz auf dem Bild angucken. Ich habe aber auch ein Testgerät dabei, auf dem man sich das sonst auch gerne nochmal später angucken kann. So sieht die Anwendung dann im Endeffekt aus, mit den typischen Elementen und also eben dieses Look and Feel und Usability, wie man es eben auf den jeweiligen Zielgeräten gewohnt ist. So, zur technischen Umsetzung. Wir haben hier einen hybriden Ansatz gewählt, den im Endeffekt mit Cordova beziehungsweise Ionic umgesetzt. Ich weiß nicht, inwiefern das hier schon mal je nachdem ein Begriff ist. Die Vorteile, die wir daraus gezogen haben, ist, dass die Anwendung unabhängig vom Betriebssystem, also sprich in dem Fall von iOS, Android oder Windows Phone ist. Sofern es spezifische Entwicklungen auf das Betriebssystem gibt, also man kann ja zum Beispiel sein, also wir hatten jetzt zum Beispiel, dass wir auf eine SD-Karte zugreifen wollten, das kann man dann quasi in einer Abstraktionsschicht entwickeln, sofern es nicht sowieso schon bereits entwickelt ist.
Aber der ganze Rest, Hauptstrang quasi der Entwicklung, läuft dann wieder in diesem hybriden Modell, sodass ich danach leicht die Anwendung eben auf andere Plattformen wieder überführen kann und eventuell quasi nur diese spezifischen Entwicklungen nochmal auf die neue Zielplattform anpassen müsste. So, und damit sind wir natürlich schlussendlich unabhängig von der Hardware. Außerdem haben wir eine quasi Vielzahl von Standards genutzt und auch absichtlich quasi keine möglichst neuen, ich sag mal in Anführungszeichen, Standards für die Anwendung entwickelt, sondern auf bestehenden versucht zu bauen. Hier sind vor allen Dingen eine Reihe von Webstandards erstmal. Wir haben das Ganze auf Basis des Leaflet NG Clients, eine vom Jager-Team entwickelte Framework gebaut. Dazu gibt es später auch noch um 17 Uhr einen Vortrag. Was es da noch für Neuerungen gibt, kann ich nur noch mal empfehlen, sonst auch anzugucken. Außerdem benutzen wir OGC-Standards. Das war eben auf der einen Seite wichtig, um diese vorhin genannte Integration gewährleisten zu können, aber auch um einfach auch bessere Austauschformate und Ähnliches zu haben. Dann ein weiterer Standard, man merkt es vielleicht, das ist so ein Kind von mir, die Usability, auch hier nochmal kurz genannt, sollte, wie gesagt, auf dem Gerät typische Look and Feel angepasst sein und eben nicht irgendwie was Eigenentwickeltes oder Ähnliches. So, gehen wir nochmal ganz besonders auf einen OGC-Standard ein, der eine zentrale Rolle spielt. Das ist das Geo-Package, das wir als Austauschcontainer nutzen. Das hat eben zunächst erstmal den Vorteil, dass wir die Daten mitnehmen können, offline verfügbar haben. Was jedoch auch ein Vorteil ist, den wir bisher zwar noch nicht nutzen, aber der prinzipiell da drin ist, dass man die vorhandenen Daten auch editieren und ablegen und halt eben mitnehmen kann. Außerdem können wir Spatial Queries machen, da es ja durch das Spatial Light eben diese Funktion bereitstellt. Dies hat vor allen Dingen einige Performance-Vorteile auch gebracht in der Darstellung, was jetzt die Offline-Daten angeht, weil ich mir halt eben auch nur den Kartenausschnitt, den ich gerade sehe, je nachdem mit einem gewissen Puffer drumherum, aus der Datenbank auslesen und in meine grafische Oberfläche einbinden muss, wodurch die grafische Oberfläche nicht ganz so viel zu arbeiten hat, weil die nicht alle Punkte mitnimmt, was aber auch gerade im Falle unseres Kunden auch wahrscheinlich viel zu viele Daten geworden wären. Außerdem können wir da drin vorprozessierte Rasterdaten ablegen. Das ist ja quasi so grob der MB-Tiles-Standard, der im Geo-Package mit implementiert ist. Das hat auch wieder gerade auf den Mobilgeräten zum Teil auch einen Performance-Gewinn gebracht, da wir die Daten ja gar nicht mehr extra prozessieren müssen, sondern wir haben sie vorprozessiert in den jeweiligen Zoom-Stufen als Kachel vorliegen gehabt. Und das ist gerade auf den mobilen Geräten, die ja doch bei Weitem nicht so eine Rechenleistung wie Desktop-PCs oder gar Server haben, eine relativ wichtige Sache. Und die Kompatibilität ist damit natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Mit Geo-Package kann man in ganz unterschiedlichsten Umgebungen arbeiten. Es gibt ganz viele Integrationen, sei es für QGIS oder Ähnliches, sodass man quasi mit den Daten auch rein theoretisch woanders weiterarbeiten könnte oder sogar dort ganz spezielle Geo-Packages bereitstellen könnte, die so bisher aus dem automatischen Deployment nicht herausgegeben werden. Also man ist einfach ganz flexibel damit. Einen kurzen Ausblick. Wie gesagt, man könnte das noch erweitern mit einer mobilen Datenerfassung. Man könnte noch weitere Sensoren nutzen. Wir benutzen bisher schon GPS, aber zum Beispiel Kompass oder zum Beispiel auch ein QR-Code-Reader oder Ähnliches wäre hier auch durchaus denkbar. Und genauso auch zum Beispiel eine Routing-Funktion, wobei man da nochmal wahrscheinlich gucken müsste, wie man das denn tatsächlich auch auf dem mobilen Gerät implementiert bekommt. Mit einer Online-Lösung wäre das relativ leicht umsetzbar, aber ja, mal gucken. Ja. Das war es soweit von mir. Erstmal vielen Dank. Gibt es noch Fragen?
Gut, wir haben auch jetzt wieder viel Zeit für Fragen. Ja. So. Meine Frage ist eigentlich, warum Leaflet und nicht Open Layers? Und dann hätte ich noch eine Frage zur Grenze der räumlichen Ausdehnung. Weil wenn Sie die ganzen Karten kacheln, gibt es ja wahrscheinlich irgendwann ein Speicherplatzproblem, nehme ich an. Ja, also deswegen war diese Vorprozessierung relativ wichtig, dass man halt eben einen Kartenausschnitt wählt. Wir hatten das beispielsweise mal mit DOP-Karten, glaube ich, bis Zoom-Stufe 15 fürs Land Hessen gemacht. Da sind wir, glaube ich, schon auf 3 GB Daten gekommen. Wenn man jetzt natürlich eine SD-Karte nutzt, ist das nicht unmöglich, aber man merkt da auch plötzlich andere Bottlenecks, wie zum Beispiel die Übertragung der Daten auf die SD-Karte, die dann nämlich auch ganz schön lange dauert. Und wenn man das Ganze, so wie man es, sagen wir mal, typischerweise auf einem Mobilgerät gewöhnt ist, auch noch über WLAN oder Ähnliches abrufen will, da kann man schon mal eine Nacht warten, so ganz nach dem Motto. Also da muss man definitiv gucken, das ist wohl wahr, aber die Möglichkeit besteht. Aber die Daten kriege ich ja dann so gesehen auch nicht kleiner, da ist keine andere Möglichkeit. Sie hatten noch eine andere Frage, was war das noch gleich? Ah genau, Leaflet haben wir absichtlich ausgewählt, weil wir es eben den Fokus auf die mobilen Anwendungen hatten. Und Leaflet hat eine deutlich höhere Performance, was die Darstellung von Punkten und Ähnlichem angeht. Das merkt man zwar vielleicht auf Desktop-Geräten im Browser nicht so sehr, weil die halt eben performanter sind, aber erst recht, wenn man dann auf mobilen Geräten sind, merkt man den Unterschied doch schon enorm. Und man hätte dann wieder das Problem, dass man mehr Informationen ausblenden müsste, wenn man damit performant arbeiten will. Und dann haben wir wieder fast das Problem der Informationsdichte, die wir auf den analogen Plänen hatten. Natürlich hat Leaflet auch Grenzen, aber er schafft deutlich mehr als Open Layers. Ja, also ich hatte jetzt bei der Antwort ehrlich gesagt Lizenzantwort erwartet, weil ich glaube, dass es schwierig wäre, Open Layers im Apple App Store zu veröffentlichen, oder? Weil es GPL lizenziert ist, kann das sein? Also das... Nee? BSD, oder? Ja. Ah, okay, Entschuldigung, dann... Okay, gut, dann ist das erledigt. Meine eigentliche Frage, die ich hatte, war, ob es irgendwie Überlegungen gab, dieses quasi im Client zu rendern, also sprich Vektorteils-basierte Lösung, ob das irgendwie da Überlegungen gab. Ja, prinzipiell gab es die Überlegung. Das Problem ist aber hier vor allen Dingen, dass wir viel an DOP-Karten eben haben. Und da habe ich erstmal keine Möglichkeiten, die natürlich als Vektorteils oder Ähnliches umzusetzen. Aber also das ist alles so weit offen. MB-Tiles zum Beispiel unterstützt ja auch ohne weiteres Vektorteils. Das wäre relativ einfach zu implementieren. Und Gedanken hatte ich mir vor allen Dingen schon mal gemacht, weil ich finde, das ist halt eben schon eine schönere Bedienung, weil man ja auch wirklich ein etwas besseres stufenlosen Zoom hat und Ähnliches. Sie haben dargestellt, dass es eine Offline-Bearbeitungsmöglichkeit gibt von Daten, die übertragen wurden. Wie sollen dann die Daten hinterher wieder zurückgespielt werden? Gibt es da Überlegungen? Ja, also Ansätze zur Überlegung. Also ich habe nur bisher dargestellt, es gibt die Möglichkeit, eben auch die Daten zu bearbeiten. Es war jetzt erstmal nur die Machbarkeitsstudie bis zu dem Punkt. Wir haben uns extra viele Optionen offen gelassen und extra geguckt, dass wir uns nicht irgendwo, sagen wir mal, die Zukunft diesbezüglich verbauen. Ein Konzept, wie die Daten genau zurückgespielt werden könnten, gibt es bisher noch nicht. Es waren mal Überlegungen, je nachdem auch, ob man das irgendwie kombiniert bekommt mit CouchDB. Aber also da gibt es jetzt noch nicht einen wirklich fixen Workflow oder Ähnliches, der fertiggestellt worden ist.